Momentan geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Einfach dadurch, dass ich momentan in so einer Therapiepause bin, wo ich mich ein bisschen erholen kann. Jörg geht's zum Glück momentan nicht so gut. Ja, Jörg ist ja der Name, den ich meinem Tumor gegeben habe. Und ja, der macht sich auch nach den neuesten Testergebnissen, die ich aus der Uniklinik in Mainz bekomme, immer mehr aus mir raus. Dem geht es immer schlechter. Und das ist für mich dann natürlich eine gute Sache. Zum einen denke ich, man kann seinen Gegner besser bekämpfen, wenn er einen Namen hat. Dann hat man es irgendwie so ein bisschen bildlich vor Augen. Also man kann sagen, ich kämpfe gegen den Jörg. Und der zweite Grund, warum ich dem Tumor einen Namen gegeben habe, ist, dass ich finde, diese Wörter Tumor und Krebs sind ziemlich krasse Wörter. Und zu sagen, ich habe Tumor oder ich habe Krebs, das hört sich direkt immer so erschlagend an. Und wenn ich aber sage, ich habe einen Jörg, dann nehme ich dem Ganzen so ein bisschen dieses Krasse, sage ich mal. Also ich will das damit nicht verharmlosen, aber ich finde, man kann besser damit umgehen, wenn der Tumor halt einen Namen hat. Und Jörg ist jetzt einfach, war so das Erste, was mir eingefallen ist. Ich habe vorher schon immer gerne gefilmt und so einen kleinen YouTube-Kanal auch gehabt. Da habe ich aber, weiß ich nicht, also nichts Spezielles hochgeladen. Das war immer so mal gefilmt, mal zusammengeschnitten, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich begleite jetzt hier die Zeit, in der ich halt in Therapie bin, in der ich mich mit dem Krebs rumschlagen muss oder mit dem Jörg rumschlagen muss. Begleite ich auch mit Kamera und stelle das online. Und das war aber für mich eher so eine Art Tagebuch führen. Also ich sage immer, es ist wie Tagebuch führen, nur ich schreibe nicht gerne Tagebuch, sondern ich filme halt lieber. Und deshalb war das auch so eine Sache, die ich in erster Linie für mich gemacht habe. Also damit angefangen, um das Ganze halt für mich festzuhalten. Auch weil ich gedacht habe, wenn ich das Ganze mit Kamera begleite, dann muss ich mich zwangsläufig auch mit der ganzen Sache beschäftigen, mit dem Thema beschäftigen. Und das hilft dann auch ganz oft, zum Beispiel in Arztgesprächen, wenn man dann halt einfach diese Fachsprache ein bisschen versteht, weil man sich halt vorher informiert hat. Und daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache gewesen von Anfang an. Wenn ich jetzt ins Stadion fahre, dann ist das natürlich ein guter, also weiß ich ja vorher nicht, aber das habe ich ja geschenkt bekommen, kam ja ziemlich überraschend für mich. Aber es ist dann einfach ein guter Anlass für ein Video, würde ich mal sagen. Oder auch wenn jetzt sich was Neues in der Diagnose ergibt oder so, dann ist das ein Anlass für ein Video. Und ich sehe aber jetzt mit der Zeit auch, was die Zuschauer interessiert. Also ich habe viele Zuschauer, die selber betroffen sind und die dann Fragen in die Kommentare schreiben und dann richte ich die Videos auch ganz oft jetzt in letzter Zeit nach den Zuschauerfragen aus. Einfach, weil ich sehe, wo kann ich vielleicht noch was erklären, was hilft vielleicht anderen Betroffenen weiter. Und ja, so entstehen die Videos dann. Oder die Ideen für die Videos. Ich habe es ja erst für mich selbst gemacht, wirklich, wie ich ja eben gesagt habe. Und auch ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass da auf einmal Tausende von Zuschauern sind. Es sind ja jetzt für YouTube, ich meine, da gibt es dann auch Kanäle, die haben dann Millionen Abonnenten oder 100.000 Abonnenten oder keine Ahnung. Da sind es jetzt bei mir knapp 3.000, aber ich stelle mir immer vor, wie wären 3.000 Leute auf einem Platz oder in einem Raum, geht ja schon gar nicht mehr. Und das sind schon echt viele Leute. Und das bedeutet mir insofern, also erstmal ist es mir relativ egal gewesen, weil ich es ja für mich selbst gemacht habe, aber inzwischen bedeutet mir das insofern viel, weil ich Leute erreichen kann und vor allem andere betroffene Leute damit erreichen kann. Und wenn ich weiß, ich habe mehr Reichweite, dann kann ich vielleicht mehr Leuten, die selber betroffen sind, auch mit diesen Videos helfen, die ich mache. Und ja, deshalb bedeutet mir das schon relativ viel, dass es dann auch dementsprechend viele Leute sehen. Von Anfang an war die Unterstützung, die ich bekommen habe, sowohl von Freunden und auch Familie, unglaublich, würde ich sagen. Also es war bei der Diagnose Krebs so, dass es natürlich erstmal ein Schock war für meine Eltern. Und ich habe es, wir waren zu der Zeit im Urlaub, ich habe es dann auch meinen Freunden geschrieben. Und es war erstmal ein Schock, aber es kam dann direkt in der zweiten Reaktion,
können wir dich besuchen, wie können wir dir helfen, wir schaffen das, wir gehen zusammen da durch, wenn du irgendwas brauchst, wir sind da, sowohl von meinen Eltern als auch von meinen Freunden und auch von meinen Geschwistern und auch vom Rest der Familie. Und jetzt mit der Zeit, wo es dann noch immer mehr Leute geworden sind auf den Kanälen YouTube und Instagram, kommt auch von da unglaublich viel Unterstützung. Also Leute, die wirklich nette Kommentare schreiben, Leute, die mir Sachen zuschicken, zum Beispiel die Schule, auf die ich bis vor kurzem noch gegangen bin, hat eine Aktion gestartet, wo jeder einen Brief schreiben konnte und in eine Kiste getan hat. Ich habe dann die ganze Kiste bekommen und da waren hunderte von Briefen von Mitschülern, die ich kannte oder auch noch gar nicht kannte bisher, weil eine große Schule und man hat noch nicht mit jedem persönlich gesprochen, aber generell ist diese Unterstützung echt riesengroß und auch, denke ich, wichtig, weil selbst wenn ich positiv an diese Sache rangehe und ich habe gedacht von Anfang an, ich muss positiv an diese Sache rangehen irgendwie, weil die Sache ist schon schlimm genug, als dass ich jetzt nochmal negativ da rangehen könnte. So positiv wie das Ganze halt einfach ist, so wie ich da rangehe. Ich brauche auch irgendwo Unterstützung und auch irgendwo Leute, die mir helfen, da immer wieder so ein bisschen Motivation zu bekommen, und das hilft halt alles unglaublich viel. Also es war so, dass ich im letzten Jahr, 2018, im Juni, die erste Diagnose bekommen habe, dann 8 Zyklen Chemo und dann hieß es im Dezember irgendwann, dass ich geheilt bin, dass der Tumor verschwunden ist, dass da keine Aktivität mehr ist. Der war zuerst in meiner Brust, ein Riesenteil, das dann aber über die 8 Zyklen Chemo verschwunden ist, wie gesagt. Und dann waren es 3 Monate, die ich dann offiziell krebsfrei war. Und im Januar, am 30. Januar, glaube ich, hatte ich dann eine Untersuchung, eine Routineuntersuchung. Die sind dann immer so getaktet in verschiedenen Abständen, einfach um zu gucken, ist da noch Aktivität oder nicht. Und ich hatte die Untersuchung schon beendet und dann wollten wir eigentlich nach Hause fahren. Und dann wartet man in der Regel 2-3 Tage auf die Ergebnisse. Und dann habe ich aber noch, während wir in Krankenhausnähe waren, einen Krampfanfall gehabt. Und da muss ich sagen, weiß ich auch nicht mehr viel von. Also wir wollten noch kurz was essen und ich bin aber auf einmal gekrampft, der ganze Körper hat gekrampft. Und ich habe mir bei der ganzen Aktion die Wirbelsäule dreifach gebrochen. Und ja, dann bin ich aufgewacht und es hieß auf einmal, erstens, du hast den Rücken dreifach gebrochen und zweitens, du hast 4 weitere Tumore im Kopf. Also 2 Tumore, Rezidive, die irgendwie aus dem primären Tumor in der Brust entstanden sind. Und in der ersten, ich sag mal, die ersten 2 Tage konnte ich mit den Tumoren, die ich jetzt im Kopf hatte, insofern relativ gut umgehen, als dass ich mich halt einfach auf diesen Rücken konzentriert habe, weil ich hatte den Rücken dreifach gebrochen. Das war dann nicht das größere, aber das primäre Problem, sag ich mal. Und bis dahin habe ich überwiegend YouTube gemacht und da meine Videos hochgeladen. Und dann war aber eine größere Influencerin auf Instagram, die mich dann da verlinkt hat. Und dann kam auf einmal auf Instagram unglaublich viele neue Leute dazu, die mir dann, während ich im Krankenhaus gelegen habe, geschrieben haben. Es waren, also vorher waren es, keine Ahnung, 200 Abonnenten, dann waren es auf einmal 1000, 2000, 3000. Und diese ganzen Kommentare, die ich da bekommen habe und auch wiederum die Unterstützung von Familien, von Familie und Freunden, die hat mir dann auch eigentlich da geholfen, weiterzumachen, weil die gesagt haben, du hast den jetzt einmal besiegt, den Jörg, dann besiegst du die 2. Jörgs jetzt auch wieder, das wird schon funktionieren. Und da kam halt so unglaublich viel positive Energie von allen Seiten zusammen, dass ich gedacht habe, gut, ich mache genauso weiter wie bis jetzt und gucke einfach nach vorne. Musik ist eine Sache, die man auch, ich glaube, jetzt 3-mal auf meinem Kanal findet. Ich würde nicht sagen, dass ich es besonders gut kann, aber ist halt auch einfach eine Art und Weise, mit der ganzen Sache umzugehen, weil ich finde, über Musik kann man halt Sachen auch nochmal
anders ausdrücken, als wenn man sich jetzt vor eine Kamera setzt und nur redet. Zum Beispiel, da habe ich irgendwann ein Lied für meine Freunde geschrieben, einfach weil ich dachte, ich muss irgendwas zurückgeben. Diese Unterstützung, die ich halt von daraus bekommen habe, habe ich gedacht, muss ich irgendwie nochmal erwidern und ausdrücken, wie viel mir das bedeutet. Und da war mir ein einfaches Video zu wenig und da habe ich gedacht, wenn ich ein Lied drüber schreibe, kann ich es vielleicht einfach nochmal ein Stück besser rüberbringen. Und das entsteht aber auch immer relativ spontan. Also manchmal setze ich mich hin und bin auf YouTube unterwegs oder auf anderen Plattformen und dann finde ich einen Beat, der mir gut gefällt und dann denke ich, dazu können wir was schreiben und dann schreibe ich einfach so das, was mir gerade vorschwebt und es macht mir dann auch irgendwo, macht es mir dann auch wieder Spaß, das so umzusetzen, weil ich suche mir halt, denke ich, möglichst viele verschiedene Wege damit umzugehen. Das ist zum einen, dass ich dem Tumor einen Namen gebe, dann, dass ich Videos mache, dann, dass ich auf Instagram aktiv bin und dann auch noch, dass ich vielleicht das Ganze über Musik ein bisschen verarbeite und jeder Weg hilft irgendwie für sich. Das, ja, das ist halt die Musik auf meinem Kanal. Vorneweg will ich da sagen, dass ich nie irgendwie jemandem sagen würde, ey, was du hast, ist gar nicht so schlimm oder Krebs ist gar nicht so schlimm. Das geht schon alles irgendwie easy, das ist eine schlimme Sache und das darf man auch nicht verharmlosen, denke ich. Aber trotzdem gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich Leuten raten würde. Jetzt, ich würde niemandem vorschreiben, geh so mit deiner Situation um, weil das muss jeder individuell für sich selbst entscheiden. Aber es sind halt einfach Tipps, die ich halt aus meiner Erfahrung raus geben kann. Und das eine ist, dass ich sage, nach vorne blicken. Also zum Beispiel bekomme ich verschiedene Chemozyklen und man könnte sich jetzt denken, scheiße, schon wieder der nächste Zyklus, schon wieder 5 Tage Krankenhaus, schon wieder diese Medikamente, schon wieder geht es mir schlecht mit den Medikamenten, weil die so krass sind, weil die mich so fertig machen. Das ist die eine Sichtweise, wie man das Ganze betrachten kann. Und die zweite wäre aber vielleicht, dass man sich denkt, das ist jetzt nicht schon wieder ein Chemozyklus, sondern es ist der nächste Schritt und das ist der nächste Schritt Richtung Besserung und der nächste Schritt Richtung Heilung und letztendlich geht es immer weiter nach vorne. Und die zweite Sache, die halt aus meiner Erfahrung hilft, ist halt einfach sich selbst ganz persönlich einen eigenen Weg suchen, damit umzugehen. Ich mache meine Videos, man kann vielleicht auch nur Musik machen, man kann auch vielleicht Tagebuch schreiben. Wie ich gesagt habe, dieses Video-Ding war ja am Anfang wie so eine Art Tagebuch führen, Videotagebuch führen. Man kann vielleicht, weiß ich nicht, was malen, jeden Tag ein Bild malen. Man kann sich irgendwie irgendeine Art suchen, damit umzugehen, die einem selbst hilft. Und ich denke, das ist dann bei jedem individuell. Aber ich glaube, es ist in vielen Fällen die falsche Herangehensweise, sich nur daheim einzuigeln. Auch wenn ich es in manchen Situationen verstehen kann. Also ich bin auch nicht immer happy gewesen während der ganzen Zeit. Aber irgendwie einen Weg suchen, damit umzugehen. Und wenn man nur mit guten Freunden redet jeden Tag. Also es ist, denke ich, ganz wichtig. Ich habe ja diese 3 Monate gehabt, in denen ich krebsfrei war. Also zwischen Erst- und Zweitdiagnose. Und in den 3 Monaten habe ich es geschafft, mein Abi zu machen, was mir auch sehr wichtig war. Also da waren zwar noch viele Untersuchungen und Nachsorgeuntersuchungen und so, aber es war mir einfach wichtig, dass ich mit meinen Freunden und mit meiner Stufe, die mir immer sehr wichtig war, zusammen das Abitur schaffe und auch, dass ich mir in meinem Lebensplan durch diesen Jörg nicht irgendwie dazwischengrätschen lasse. Natürlich ist das ein großer Einschnitt, aber ich habe gedacht, man muss irgendwie auch nach vorne sehen und deshalb war es mir wichtig, dass ich das Abitur schaffe. Und jetzt ist natürlich das Ziel, das im Vordergrund steht, erstmal mit Jörg fertig werden, erstmal durch diese Zeit durchkommen, die Krankheit hinter sich lassen. Und danach denke ich aber schon darüber nach, übers Studium und vielleicht davor eine Zeit, wo ich ein bisschen rumreise, einfach ein bisschen was von der Welt sehe,
eine Zeit, wo ich mich dann auch nochmal erhole und danach dann aber, wie gesagt, Studium, am liebsten auch in diese Medienrichtung, einfach weil das ja die Sache ist, die ich auch jetzt schon mache durch YouTube und Instagram. Und das ist auch so die Richtung, die ich gerne weiter verfolgen würde, irgendwann beruflich. Und das sind schon Sachen, über die ich mir jetzt auch Gedanken mache. Und wo ich auch denke, es wäre jetzt die falsche Herangehensweise zu sagen, da darf ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen, weil vielleicht funktioniert das überhaupt nicht, sondern mein Plan ist, das wird so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke auch, der Glaube daran ist eine Sache, die einem gut durch so eine Zeit durchhilft.